Joa, also ich, übrigens wollte ich noch anmerken, also ich hab's ja total mit der Zahl momentan auf YouTube. Sorry, ich muss einfach diesen Witz jetzt bringen. Selbst wenn er übelst schlecht ist, aber ich muss ihn bringen. Also, ne, 88, ne, ihr wisst Bescheid, ne? Also ich hab's total mit der Zahl. Der musste sein, sorry. Sorry, ihr Fame-Huren. So. Was haben wir nicht? Wollt ihr mich verarschen? Hör mal auf rumzuschreien, Alter. Die Assis mal wieder hier am Start und schreien mal übelst rum wieder. In der Hood. So läuft bei denen. Würde ich mal so sagen. Ja, zack. Zack, da mal Kohle, da mal. Yeah, das ist nice. Da können wir direkt gleich. Nee, die mache ich mal eine extra Kiste. Holz haben wir ja ein bisschen. Dirt haben wir ja auch genug. Ich mach mal jetzt erstmal eine Kiste. Ein Doppelchest mal wieder. Ach ja, hier kann man ja ziehen. Voll vergessen. Das ist ja 1,8. Also man wird extrem faul, wenn man zieht. Scheiße, das vergisst man dann irgendwann. 42 Bücher, genau. Ja. Läuft, würde ich sagen. So. Oh, halt die Fresse, Lautsprecher, ohne Scheiß. So. Hier mache ich auf jeden Fall einen Holzboden, das ist klar. Und damit es von außen nicht so schäbig aussieht, mache ich es so. Es wird sowieso schäbig aussehen, aber wenigstens wird es nicht so schäbig aussehen. Genau, das muss ich ja auch noch erzählen, so was letztens hier bei uns in der Hut los war. So, da hättest du dir an den Kopf hier fast, sag ich dir, ja genau, du. Was hier los war, du. Ein schwarzer Hund hat einen ganz kleinen Hund so hart gebissen und im Maul gehabt, der ist fast verreckt, ey. Und ein anderer hat den schwarzen Hund dann so hart getreten, dass der sich gekrümmt hat und den anderen Hund losgelassen hat. Also, wie ich sag's, Hunde, ne, das ist nicht so koscher, ne? Ja. So, bloß mit welchem Holz? Ach komm, weißt was? Genau dieses Holz nehme ich jetzt. Oh fuck, davon habe ich ja gar nicht so viel. Was mache ich denn da? Muss ich etwas später ins Birkenbiom gehen und mir ein bisschen Holz sammeln? Ich meine, zum Glück kann man ein Birkenbiom in der Nähe, ne? Also. Ja, ich werde Holz sammeln gehen. Oh yeah. Ich werde auf jeden Fall Holz sammeln gehen. Auf jeden Fall. Das war nicht so schlau. Aber egal. Juckt mich nicht. Sag ich doch. Juckt mich nicht, ich krieg's trotzdem gebacken. Yeah. Oh shit, das krieg ich aber nicht gebacken. Da muss ich mir jetzt einen Trick einfallen lassen. Trick 17 mache ich mal gleich. Ich mache jetzt hier gleich einen auf Trick 17. Yeah. Schuh. Zwum. Was mache ich denn da? Man merkt, ich bin wieder mal komplett verwirrt. Aber das ist man ja auch nicht anders gewohnt von mir. Ich bin immer totally verwirrt. Ach, brauche ich ja gar nicht. Ach, guck mal, voll cool. Meist einfach so, okay. Passt ja. So. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen. Holz farmen.
So, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht. Doch, das brauche ich. Aber das brauche ich. Kohle haben wir auch ein bisschen. Also, ich muss sagen, für einen Anfang reicht's, ne? Für einen Anfang reicht's. Ganz dreist so. So, warten wir noch kurz, bis das Fleisch fertig ist. Und dann geht's auf zum Birkenbiom. Das ist ja hier sozusagen eigentlich fast wirklich schon gleich um die Ecke. Und dann holen wir uns ein paar Birken. Denn wie jeder weiß, Birken sind der Scheiß. Hehe. Ach ja, ich weiß. Er war schlecht. Warte. Es ist Mittag. Okay. Mittag. So. Runter. Runter, 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 runter. Hoch, runter. Doppelt, ne? Doppelt, so. Hoch, hoch, doppelt. Hoch, hoch. Das war ja schon. Na, fangen wir mal an. Wir brauchen ja ein bisschen. Was kann man denn hier noch so dabei nebenbei erzählen? So irgendwas Interessantes. Irgendwas Interessantes. Gibt's da irgendwas? Ich habe da jetzt gerade keine Ahnung, ob es irgendwas Interessantes Neues gibt. Ich habe auch den Browser momentan auch nicht offen nebenbei. Also nachgucken ist nicht gerade. Ist schon recht seltsam. Was so momentan heutzutage in der Welt vor sich geht, ist schon echt krass so. Aber ich will nicht mal mit so einem Thema anfangen, also lasse ich es lieber. Aber trotzdem so, was heutzutage in der Welt so vor sich geht, das ist nicht mehr feierlich. Also wirklich. Ich habe ja letztens auch mit Gaming Future darüber geredet, so ein bisschen diskutiert. Und er meint halt, dass der Dritte Weltkrieg eigentlich vor der Tür stehen würde, dass es eigentlich so in 10 Jahren schon losgehen würde. Meine Meinung dazu ist eigentlich, ich glaube es halt eher nicht, weil alle wissen, dass wenn Amerika zurückschlägt oder die anderen, dass die Welt eigentlich gar nicht mehr existieren wird mit den ganzen Atomraketen, also die löschen Völker aus, Nationen. Wenn Russland Knopf drücken würde gegenüber zu, also nach Amerika sozusagen, weißt du? Ey, würde Russland eigentlich schon wissen, ey, wenn wir den drücken, sind wir auch am Arsch. Weil, wenn die drücken, drückt Amerika auch. Und wenn Amerika drückt, dann drücken die anderen auch, weil sie auch auf Russland dann gehen würden. Das ist jetzt ein dummes Beispiel, weil ich, es jetzt kommt jetzt so rüber, als ob ich gegen Russland wäre oder so. Aber so den Aspekt dahinter jetzt mal kurz verstehen, wenn ein Land abdrückt, so wird das andere Land auch abdrücken. Und durch diese Verträge, die die Länder miteinander abgeschlossen haben, werden alle auch abdrücken auf dieses eine Land. Und dann sage ich dir, die Welt, so wie wir sie kennen, wird dann nicht existieren. Die wird einfach nicht existieren. Und deswegen ist auch meine Meinung, dass der Dritte Weltkrieg, der wird noch eine Zeit brauchen. Da wird diese Generation, wo ich jetzt bin, überhaupt noch nicht damit konfrontiert werden. Da bin ich auch echt glücklich drüber. Aber halt vielleicht 2 Generationen nach mir oder eine halt. Die wird das vielleicht miterleben. Aber so diese Generation von mir jetzt so aus, glaube ich eher nicht dran. Da mir das sehr, sehr sinnfrei vorkommt. Weil die wissen, was passieren wird. Und so dumm sind die aber auch nun auch wieder nicht, ne? Die Leute. Deswegen, ich will mich aber auch da jetzt nicht zu sehr so reinstürzen in dieses Thema, weil das ist echt ein sehr, sehr kompliziertes Thema, sehr viel. Oh ja.
Deswegen, ich möchte mich da gar nicht so dazu noch mehr groß äußern. Das war jetzt bloß so meine Meinung. Mich würde aber interessieren, was ihr so denkt. Wird der Weltkrieg der dritte in den nächsten 10 Jahren stattfinden? Oder denkt ihr auch etwa so wie ich, dass der erst so in 100, so ein paar Jahre halt länger, nächste Generation so erst stattfinden wird? Oder was glaubt ihr? Ich meine, ja gut, die IS zum Beispiel, ne, die ist ja auch nicht so ganz unschuldig, dass das denn kommen würde, weil wenn man so jetzt sieht, momentan alles in den Nachrichten, ja, die bringen einen amerikanischen Journalisten um oder sonstiges was, ne. Die sind eigentlich nicht so dumm, die dürften nicht so dumm sein und sowas nicht wissen, dass es dadurch denn der dritte Weltkrieg kommt und dann sind sie ja selber alle down. Also würde es bringt ja eigentlich gar niemanden, wenn sie jetzt den dritten Weltkrieg anfangen würden. Vielleicht würde es denen was bringen. So, die wissen, oh, die Amis sind jetzt schwach, dann machen wir. Dann fangen wir an. Aber ansonsten würde es sich halt für die gar nicht lohnen, meines Erachtens nach. So. Ja gut, ein Land weniger, ne? Regierung, die Spitze da von der Welt. Wäre dann down natürlich, aber dann würden alle anderen Länder gemeinsam auf die anderen Länder gehen und das ist natürlich nicht so Premium, ne? Oh, da war gerade ein größerer Frame-Einbruch. Ah, jetzt fängt's an, jetzt kriege ich die größeren Frame-Einbrüche. Macht euch schon mal drauf gefasst. Na? Ja. Oh ja. Ich weiß gar nicht wieso. Krass. Wieso geht die CPU geht wieder voll hoch? Ich habe keinen Plan, wieso. Die dürfte eigentlich nicht so hoch gehen. Die hat eigentlich gar keinen Grund. Das Einzige, was jetzt anders ist, Minecraft und Fraps. Und die CPU geht wahnsinnig weit hoch. Also das ist schon sehr, sehr mysteriös. Ab zu Galileo Mystery, würde ich sagen. Schlecht. So. So. Holz haben wir geholt. Nacht ist es. Ja. Get down the floor. Wird reichen. Wird reichen. Für Boden wird reichen, ne? Ich schwöre. Aber ganz ehrlich, ein Thema so interessiert mich immer noch. Zum Beispiel, wieso dürfen Leute, also fuck, wie sagt man das mal? Stark pigmentierte Leute, ja, das darf man so sagen, Weißbrot sagen, aber wir dürfen nicht das N-Wort sagen. Ich meine, Weißbrot ist genauso eine große schlimme Beleidigung wie das N-Wort zu sagen. Also, ich verstehe das nicht so richtig. Ich finde, wenn wir nicht N sagen dürfen, dürfen die auch aber nicht Weißbrot sagen, weil Weißbrot ist ja auch so eine Beleidigung. Die, das ist genauso gleich, würde ich sagen. Meines Erachtens nach jetzt würde ich sagen, dass es das ist genau das gleiche, wie wenn einer zu einem stark pigmentierten Mitmenschen hingehen würde und sagen würde, hey, was geht ab, du mein so, weißt du, aus Spaß, wie man die ist, so wie die es selber auch sagen. Aber und das darf man nicht sagen, aber die dürfen zu dir halt Weißbrot sagen. Das verstehe ich nicht. Dann sagen wir halt zu ihnen Schwarzbrot. Läuft. Läuft. Schwarzbrot. Ach du Scheiße. So tief ist mein Niveau schon gesunken. Schwarzbrot. Schwarzbrot. So. Ba 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 ba. Bam, bam. Yeah.
Joa, was gibt's noch so Neues zu erzählen?